Guten Morgen, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute mit einem wieder mal etwas extremeren Aufbau, nämlich werden wir die Chevrolet Corvette C2 nehmen, die ohnehin schon viel zu viel Power hat, und dieser viel zu viel Power geben. Es wird ein großartiges Highlight werden. Ich habe normalerweise ja gesagt, ich möchte bei diesen Aufbauten Fahrzeuge nehmen, die einen Whitebody haben im Game, weil damit die Aufbauten nochmal ein bisschen cooler aussehen, sich ein bisschen abheben voneinander. Und ja, das Ganze ja auch einfach ein bisschen mehr zu dieser extremen Mentalität passt, aber ich habe die Corvette C2 gesehen und dachte mir, komm, das muss jetzt einfach mal passieren. Also sind wir mal ehrlich, guckt euch diesen Wagen an und sagt, die könnte keine 1000 PS vertragen. Funktioniert nicht. Deswegen wird das heute passieren. Wie immer, wenn ihr Vorschläge habt, was ich noch machen kann, solche extremeren Aufbauten, dann haut es in die Kommentare rein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal rein ins Tuning. Und es ist lange her, dass ich eine C2 ausgefahren bin, deswegen bin ich mal gespannt, was hier überhaupt so geht. Wir haben den LS-Swap auf jeden Fall. Wir haben den F450er, den Viper V10, den TVR V12 oder dieses Aggregat aus der Hölle. Ich würde mal gucken, wo wir mit dem Stockmotor hinkommen von der Power. Wo die Reise damit hingeht. Wir haben jetzt schon 500 PS, ein bisschen drüber. Das könnte funktionieren eventuell. Das könnte klappen. Ja, die Aero wäre schon sinnvoll, aber wir machen es heute mal ohne. Ja, komm, warum nicht? Ich glaube, wenn, irgendwann dann heute. 10 bis liegt auf jeden Fall 2,75er vorne. Und hinten 3,45er, sehr gut, dankeschön, wir haben breite Reifen. Halleluja, wir haben breite Reifen. Design, Quatsch. Felgen, würde ich sagen, die Outlaw 2 Felgen, die könnten hier stehen, weil ich habe schon eine Idee, wo es mit dem Design hingeht. Und dann könnten die ganz gut passen eigentlich. Ja, komm, Kupplung, Getriebe. Es ist ein extremer Aufbau. Ich habe gerade kurz überlegt, ob wir vielleicht das Ganze ein bisschen klassischer auch halten, aber nein. Das wird heute wirklich so ein Wendewagen heute von jemandem aufgebaut wäre, von irgendjemandem, der bescheuert genug ist, das hier zu machen. Dann haben wir da auch moderne Teile rein, wie Getriebe und so weiter. Rennfahrwerk. Stabis, ich glaube, überall Käfig wird trotzdem essentiell sein für das Ding. Komm, warum nicht? 1,3 Tonnen Gewicht und jetzt gucken wir von der Power, wo es hingeht. Da scheint gar nicht so viel zu gehen mit dem Stockmotor. Was geht mit dem Kompressor noch? Ah, okay, vielleicht kriegen wir 800 PS hin. Naja, das wären keine 800, oder? Ladeduftkühler könnte noch mal ein bisschen was geben. Ja, okay, 770 dann ungefähr. Ich meine, das ist ja auch nicht wenig, sind wir mal ehrlich. 777? 775, okay. Okay, kann man machen, kann man machen. Das ist mehr Leistung als die C7 ZR1. Nicht mehr Leistung als die C8 ZR1. Die wurde tatsächlich, wenn ich das Video hier aufnehme, heute vorgestellt. Das heißt, wir können auch ein bisschen über diese Monstrosität reden. Und darüber, was ich eigentlich heute machen wollte. Das hat sich jetzt nämlich ein bisschen alles verschoben. Erstmal kommen wir allerdings auf ein Design zurück. Dass wir da uns mal was ranholen. Jo, hier, das wäre natürlich schon geil. So ein richtiges USA-Design. Ich glaube, das nehmen wir auch einfach. Ich meine, wenn irgendein Auto Amerika ausstrahlt, dann eine C2 ZR1. Das ist einfach eine ikonische Form. Sind wir mal ehrlich, nicht C2 ZR1, Quatsch. ZR1 gab es erst seit der C3, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. USA, let's go. Nee, ich hatte nämlich eigentlich vor heute, die Gedanken haben sich tatsächlich jetzt sehr überschlagen mit der vorgestellten C7 ZR1, C8 ZR1. C7 ist ein paar Jahre zurück. Ursprünglich wollte ich einen extremen Aufbau von der Corvette C8 machen, dachte mir dann aber schon,
Wir haben ja schon mal die C8 Zorans aufgebaut, so wie ich mir den Wagen vorstelle. Das war, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, eine E-Ray. Genau, diese, nee, diese hier war die, war unsere C8 Zora, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Und dann dachte ich mir, so ein extremer Aufbau von der C8 Stingray wäre da vielleicht ein bisschen zu nah dran. Dann wurde die ZR1 vorgestellt mit Halleluja-Specs, also damit habe ich im Traum nicht gerechnet. Und dachte mir dann, okay, vielleicht bauen wir die C8 ZR1 ja einfach mal nach. Hatte da aber dann das Problem, dass ich nicht wusste, mit welcher Corvette wir das machen. Weil die Z06 hätte vom Motor her halt sehr gut gepasst. Das ist ja, der LT7 ist eine verbesserte Version vom LT6, den die Z06 ja hat. Die hat aber keine einstellbare Aero. Das heißt, wir hätten entweder Forza Aero nehmen müssen oder halt mit der C8 Z06 Aero fahren müssen. Das hätte nicht geklappt. Die E-Ray wiederum hat ja die C8 Z06 Aero, die einstellbar ist. Allerdings den komplett falschen Motor. Und deswegen bin ich da einfach nicht auf einen schönen Nenner gekommen, dass ich jetzt sagen könnte, okay, wir bauen jetzt einfach mal uns wirklich eine C8 ZR1 nach und gucken auch, wie die sich schlägt gegen unsere Version von der C8 Zora. Das hat einfach nicht funktioniert. Und dann dachte ich mir, okay, komm, wir machen einfach irgendeinen anderen extremen Aufbau. War dann halt bei Chevy und habe dann die C2 hier gesehen und dachte mir, okay, komm, nehmen wir die Jungs doch einfach mal zur Brust. Und schau mal, wie die mit viel zu viel Power klarkommt. Klar, ich hätte gerne so 900 PS bei ihr gesehen, aber fast 800 ist ja auch erstmal kein schlechter Anfang. Und das ist ein Statement. Aber nee, wir können... Bruder, das ist der andere Richtung. Nee, wir können ja trotzdem gerne mal heute über die C8 ZR1 reden. Wie gesagt, sie wurde vor ein paar Tagen, wenn ihr das Video seht, vorgestellt. Holy shit, ey. Also, man ist ja davon ausgegangen, dass die C8 Z06, mein Gott, ZR1, ich muss mich da erst dran gewöhnen, dass wir eine ZR1 jetzt mittlerweile haben, dass die C8 ZR1 so irgendwas Richtung 800 PS haben wird, vielleicht so 850, wenn es ganz extrem läuft. Aber 900 war schon nie wirklich ein Teil der Debatte. Also 900 PS war schon etwas, wo man gesagt hatte, nee, das ist zu krass, das wird die Zora auf jeden Fall packen, aber die ZR1 auf jeden Fall nicht. Ja, 1078 PS. Ja. Ich war schockiert, wie ich das gesehen hatte. Der Wagen wurde ja geleakt erstmal. Sie wurde geleakt und da stand eben der 1064 Horsepower. Also eben diese 1078 PS ungefähr. Und da dachte ich mir, ja, nee, das ist ein netter Versuch, ist ein netter Bait, aber das wird nicht passieren für die ZR1. Doch, stellt sich heraus, genau das wird passieren. Sie ist ein bisschen schwerer als die Z06, ich glaube knapp 100 Kilo. Ist sie schwerer. Hat allerdings halt auch 400 PS mehr. Also, das ist ein netter Ausgleich. Hat über eine halbe Tonne Downforce. Klar, ein bisschen weniger als eine Viper ACR mit dem Extreme Aero Paket. Weniger als eine als ein GT3 RS. GT3 RS hat aber halt auch die Hälfte der Leistung ungefähr, weißt du? Ich weiß nicht. Wir haben eine 15,7 Zoll Carbon-Keramik-Bremsanlage vorne. Die größte Carbon-Keramik-Bremsanlage, die je auf einer Corvette eingebaut wurde. Ich glaube, ein GT3 RS hat da nur eine minimal größere, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also, Ich habe diesen Wagen gesehen, ich habe die Specs gesehen und dachte mir, what the fuck habt ihr angestellt? Kein Hybrid, by the way. Kein Hybrid. Es ist einfach nur der LT7 Motor. Twin Turbo aufgeladener 5,5 Liter V8. Das war's. Das macht diese 1064 PS. Das ist mehr Leistung als ein SF90 Stradale hat. Und der braucht ein Hybrid dafür. Zu seinem V12. Also ich weiß nicht, was General Motors und Chevrolet da auf die Beine gestellt haben, wie die das gemacht haben. By the way, natürlich für das ZTK-Paket, das ein Aero-Paket ist, kriegst du nur noch Cup2R-Reifen. Warum auch nicht? Also ich sag euch...
Ich sag euch, die C8 ZR1 ist ein Monster. Also ich bin echt auf die ersten Rundenzeiten mal gespannt. Es gibt da durchaus Strecken, da ist eine Z06 schon nicht allzu weit weg von einem GT3S. Es gibt Strecken, da ist die Corvette schneller. Und das sind teilweise nicht Strecken, die viel Power haben, sondern beispielsweise die Teststrecke von Throttle House. Was eine sehr enge Strecke ist. Eine Strecke, die eigentlich dem GT3 SR liegen sollte. Da war die Corvette Z06 schneller. Und ja, dann kommt da eine ZR1, die einfach mal 400 PS nochmal draufschmeißt auf das Ding. Nochmal mehr Aerodynamik hat und also wirklich. Ich hoffe, wir sehen einen Rekordversuch auf der Nordschleife. Ich glaube nicht, dass sie in den AMG One schlagen wird. Da würde ich mal nicht von ausgehen. Ich wäre aber mal gespannt, was sie allgemein denn schaffen würde. Für eine Zeit. Also das wäre ein Ding. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, die C6 ZR1, also vor zwei Generationen, hatte ja den Nordschleifen-Rekord kurzzeitig inne für Serienfahrzeuge für ein paar Monate. Ich glaube, der Kuban Apollo war es dann, der sie abgelöst hatte. Oder war es der GTR Nismo? Ne, es dürfte der Kuban Apollo gewesen sein. Nismo war es später, meine ich. Es wäre sehr poetisch. Es wäre wirklich sehr poetisch, wenn die C8 dahin zurückkommen würde. Und ich meine, sind wir ehrlich, also die. Es gab ja viele Leute, die gesagt hatten, Mittelmotor passt nicht zur Corvette, das ist hinten und vorne falsch. Ich glaube, spätestens jetzt wissen wir, wieso der Mittelmotor notwendig gewesen ist. Also diesen Motor, 1064 PS mit einem Frontmotor, wie mit der C7, niemals hätte das gut funktioniert. Also nicht so gut wie jetzt wahrscheinlich. Deswegen, ich glaube, da können wir uns einig sein, das war schon ein notwendiges Übel in Anführungszeichen. Ich meine, rückwirkend betrachtet, der Mittelmotor passt perfekt zur C8. Also ich finde, die C8 Corvette ist ein unfassbar schönes Fahrzeug. In der Stingray-Version, als E-Ray, als Z06 und als ZR1 jetzt eben. Die einzige Frage, die ich mir jetzt wirklich stelle, ist, was zum Fick soll die C8 Zora denn bitte werden? Wenn die ZR1 jetzt schon 1064 Horsepower hat. Was zur Hölle habt ihr mit der ZR1, mit der Zora vor? Ist das noch legal, was ihr da machen wollt? Oder was genau ist da der Plan? Also ernsthaft, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ob das dann irgendwie so ein 1300 PS Ding wird. Ich meine, der Ding wird ja ein Hybrid. Ah ja, by the way, diese 1064 Horsepower von der Z1 gehen alle an die Hinterachse dementsprechend, ne? Ist ja klar. Selbstverständlich tun sie das. Das ist so ein Ding, ganz ehrlich, das ist so ein Dodge-Ding. Das hätte ich eher Dodge zugetraut. So ein Fahrzeug. Also Chevrolet waren ja so immer eigentlich diejenigen, die etwas vernünftiger unterwegs gewesen sind mit ihren Fahrzeugen. Und jetzt haben sie halt echt einfach mal gesagt, weißt du, was drauf geschissen. Moment, die Bremsleistung, nicht die Bremsleistung, die Bremse an sich ist eine Katastrophe gerade. So, jetzt sollte es eigentlich passen. Aber ja, ich meine, vielleicht werde ich mir nochmal überlegen, wie wir uns eine C8 ZR1 eventuell mal aufbauen können hier in Game. Es muss halt Sinn ergeben, finde ich. Also, wie gesagt, vielleicht machen wir es über die E-Ray nochmal.
Vielleicht ist das einfach der Call, den wir machen müssen. Weil mit der Z06 müsste ich halt, wie gesagt, die Forza-Aero geben. Und dann sieht es halt einfach scheiße aus. Weil der Flügel hinten von der Z06 ist halt nicht ansatzweise der Flügel, wie er breit genug zum Fahrzeug ist. Also der ist viel zu schmal einfach, ansonsten hätte ich das wahrscheinlich sogar gemacht. Weil klar, es würde immer noch bescheuert aussehen, aber nicht so extrem, wie es jetzt der Fall ist. Wäre auf jeden Fall mal interessant. Schreibt mal gerne, wenn ihr wollt, haut mal gerne in die Kommentare rein, wie ihr es lieber sehen wollen würdet. Ja, mal jemand im GT2 RS vorbeifahren. In einer 60 Jahre alten Corvette, kein Problem. Gar kein Problem, sage ich euch. Der Durchzug ist halt schon geil. Aber was ich irgendwo cool finde, diese alten US-Fahrzeuge, egal ob jetzt Muscle Cars oder Sportwagen wie hier eben, werden so unterschätzt. Also, wenn man überlegt, wie gesagt, wir haben hier fast 800 PS. Ich habe keinen Wheelspin aus Kurven raus. Zero. Absolut null. Und das kannst du mit allen 60er, 70er Jahre US-Fahrzeugen machen eigentlich. Das ist so nice. Also wirklich. Ob das Ganze performant ist oder nicht, werden wir jetzt dann sehen, wenn wir die C2 hier über die Teststrecke fahren. Und mal gucken, wie sie sich jetzt hier anstellen wird. Damit ist unsere C2 an der Startlinie und fährt hier dann los. Auch von der Linie weg halt kaum wie es bin. Der 0 auf 100, knapp über 3 Sekunden. Kein schlechter Wert, finde ich persönlich. Ja, sie marschiert einfach. Halleluja, wie sie marschiert. So, Bremse haben wir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut überarbeitet. Also das funktioniert jetzt hier auch in den engeren Kurven echt nicht schlecht, muss man sagen. Und wir haben einfach Grip. Das ist insane. Klar, was man merkt, wir haben keine Aerodynamik. Also, ich würde nicht mal sagen, wir haben wenig Aerodynamik. Wir haben de facto einfach keine Aerodynamik. Seien wir mal ehrlich. Und das merkst du schon, dass sie in den schnellen Kurven durchaus ein paar mehr Probleme hat. Die engen Kurven sind eher ihre Stärke, was ziemlich wild ist, das bei einer C2 Corvette anzusprechen, aber das ist am Ende einfach so. Also wie gesagt, die schnellen Kurven sind sehr problematisch. Da kommt dann auch das Heck eventuell ganz gerne mal so abkurven mit über 200 km/h. Aber da könnte man, wie gesagt, nur mit Aerodynamik was gegen machen. Und die haben wir hier ja, ne, logischerweise nicht verbaut. Ja, wenn wir jetzt hier wieder durchrollen lassen müssen und trotzdem ein bisschen Probleme nach wie vor haben. Aber ich glaube, das macht sie einfach durch den mechanischen Grip irgendwo in den engen Kurven wieder weg. Wie gesagt, die Bremse ist jetzt auch echt gut. Also sie fühlt sich mehr als solide an. Solide an ist allerdings eher ein Wagen für Stadtkurs, hätte ich gesagt. Ja, ich glaube, damit haben wir alle nicht gerechnet zu Beginn dieser Folge, dass ich das über diesen Aufbau sagen würde. Aber ich kann auch hier super früh einfach flat out rausgehen. Es sind halt ewig breite Reifen hinten, es sind Semislicks. Das merkt man halt einfach. Das ist halt, es ist ein uncharakteristischer Aufbau, muss man sagen, für die Teststrecke. Also solche Aufbauten in der Form haben wir nicht oft. Macht ihn aber nicht weniger cool, finde ich. Also überhaupt nicht. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, ihn hier drüber zu fahren. Diesen Wagen. Er kommt über die Ziellinie dann mit 263 km/h. Setzt eine Zeit vor 2 Minuten 23,257 und ist damit, ja, etwa ein Paar mit einem AMG GTR und einem Audi A8 von 2016. Das ist keine schlechte Zeit. Das ist Supercar-Performance damit. Für die Corvette C2 hier mit unserem Aufbau. Und ehrlicherweise ein bisschen schneller, als ich dachte. Also ich dachte, sie wird ziemlich untergehen.
Für ihn, ich hatte schon ein bisschen die Sorge, dass sie vielleicht eher in der A-Klasse einsteckt, aber nein, das ist dann, wie ich gesagt hatte, also sie holt auf der Gerade einfach sehr viel raus und in den engen Kurven bin ich mir auch ziemlich sicher. In den Stellen verliert sie dann halt ein bisschen. Wie gesagt, da fehlt die Aerodynamik einfach, die ist nicht existent. Schade, aber gut, hätte ich ja anders machen können, wenn ich gewollt hätte. Ja, wie gesagt, sie macht Spaß zu fahren. Cooler Aufbau auf jeden Fall und ja, vielleicht ein Zeichen dafür, dass ich öfter mal solche klassischen US-Fahrzeuge nochmal auspacken sollte. Ich meine, ich bin ja eh ein Muscle-Car, wenn du hier bist. Ja, und denen dann einfach mal ein bisschen mehr Power gebe, als man ihnen eventuell geben sollte, weil das kann durchaus Bock machen, wie man sieht. Für die heutige Folge würde ich aber sagen, wäre es das dann gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben ein Abo sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!